I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowling pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like you can see. They lose. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We keep him busy. He can find a way up, sir. Und damit sage ich an dieser Stelle mal Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession, deiner neuen spannenden Woche von L.A. Noir, wo wir gerade sofort mitten in einen Schutzwechsel geraten. Joey, lass mich dahin. Throw out the gun. Okay, ich hätte gerne eine andere Waffe. Ich will die andere Waffe. Wo hat er die andere Waffe hingetan, der Idiot? Das ist gerade schon so ein bisschen ärgerlich. Ich möchte meine Pistole wieder haben. Jetzt mal ernsthaft. Wo hat er die scheiß Pistole hingetan? Pistole? Oh, ich kann doch keine Geiselsituation mit einer Schroten. Na, ist egal. Ist egal, wir machen das jetzt einfach. Wir sind nämlich gut. Oh, ein Flugzeug. Ja, die ist, glaube ich, ein kleines bisschen besser. Trotzdem sind hier oben drei bewaffnete Schützen, die ja noch alle wissen, dass wir kommen. Super. How long do you think you can hold out? So, mein Freund. Jetzt sind es noch du und ich. Und mein schöner Anzug ist ruiniert, du Sausack. Da haben wir doch eigentlich wichtigere Dinge zu tun. Ja? Zum Beispiel den fehlenden Reifen, wo wir Kunzu Lars Wagen finden. Ich bin in einem Schuss. Es ist Code 4 hier, aber die Suspekte sind down. Und ich brauche eine Ambulance in Chateau und Valencia. Also notify Detective Headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. Ich hab zwar ein paar Schusslöcher, aber ansonsten ist alles gut mit mir. Das war das achte von insgesamt 40 Straßenverbrechen. Und wie ihr seht, wir sind Rang 13. Wir sind bereits Rang 13. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, waren wir, glaube ich, noch Rang 7 oder 8. Das bedeutet, ich bin offscreen aktiv gewesen und ich bin offscreen tatsächlich alles andere als faul gewesen. Ich habe alle 30 Wahrzeichen der Stadt, also alle 30 Sehenswürdigkeiten, bin ich angefahren und habe sie auf unserer Straße markieren lassen. Und dann gibt es in der Stadt verteilt noch so 20 versteckte Polizeimarken. Die habe ich bei der Gelegenheit spontan einfach auch mal mit eingesammelt. Hat natürlich jedes Mal Erfahrungspunkte gegeben. Und als wir alle 20 Marken zusammen hatten, haben wir einen neuen Anzug freigeschaltet. Es gibt noch 3 weitere Collectibles zu sammeln. Also insgesamt, eigentlich sind es noch 4 Collectibles. Ne? Wir haben diese 40 Straßenverbrechen, wenn man die jetzt einfach mal als Collectibles zählen möchte, die machen wir ja sowieso. Wir haben die 13 Zeitungen, von denen wir inzwischen ja auch schon 2 gefunden haben. Und die werden wir im Rahmen des Let's Plays auch machen, das habe ich ja auch schon gesagt. Dann gibt es die 95 verschiedenen Autotypen. Das wird eine Hausnummer. Das wird eine richtige Hausnummer. Das mache ich, wenn überhaupt, mache ich das irgendwann mal offscreen. Aber das ist so eine Sache, da kann ich euch nicht garantieren, dass ich das überhaupt irgendwann in Angriff nehmen werde. Und dann gibt es noch, sind in der Stadt noch verteilt, so 50 goldene Filmrollen. Das habe ich mir tatsächlich schon überlegt, dass ich die bei Gelegenheit dann offscreen vielleicht auch nochmal zusammensammle. Und ich muss nochmal gucken, was es mir denn bringen würde, diese ganzen Autos zu sammeln. Vielleicht, wenn es dafür nochmal irgendwas Schönes freizuschalten gibt, vielleicht mache ich das dann.
Ich kann es aber nicht versprechen. So, und jetzt 103 Hill Street, Apartment 3. Delgados Wohnsitz, die letzte bekannte Adresse von Gabriel Delgado. Und unsere nächste Spur ist gefallen. What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking using color. Look what we have now. Ich fahre hier mal über den Bürgersteig weiter. Es könnte durchaus passieren, dass wir eine etwas schlechtere Bewertung kriegen. Ich habe vielleicht beim Sammeln der ganzen Collectibles den einen oder anderen Unfall verursacht. Das würde ich tatsächlich nicht ausschließen wollen. Aber es geschah alles im Namen der Gerechtigkeit, das garantiere ich euch. Das geschah im Namen der Gerechtigkeit. Das Auto hat das Gesetz gebrochen. Es ist ohne Papiere gefahren. Das Auto war nicht in der Lage, sich auszuweisen und deswegen musste ich halt was unternehmen. Wo müssen wir überhaupt hin? Straight on. Ja, können wir vielleicht mal weiterfahren da? Danke. Ich frage mich, ob es irgendwie eine Liste gibt, wo man von jedem Autotyp vielleicht einen auf dem Parkplatz findet oder was in der Art. Take the next right. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie man das in halbwegs vernünftiger Zeit abschließen kann. Da müsste ich echt nochmal recherchieren. Also, das ist vielleicht tatsächlich etwas, was ich mir überlege für in den nächsten Wochen offscreen. Wenn ich mal wieder. Ich habe ja gerade Urlaub, da habe ich ein bisschen mehr Zeit für so einen Scheiß. Next right. Nächste rechts. Ja, überhin. Und da sind wir auch schon. Fast unbeschädigt. Und ihr habt gesagt, ich würde es nicht schaffen. Ich war gespannt. Eine tolle Nachbarschaft hier. Hier fühlt man sich doch wohl. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our Archangel hasn't already flown. Das müsste ja das Weiße Haus hier sein. Das ist nämlich so ein bisschen fokussiert worden gerade. What the hell is this guy doing? Meinst du mich? All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. You're a modest little person with much to be modest about. Schade. Also eigentlich. Für jemanden, der als für einen mexikanischen Mitbürger, wie ich ihn jetzt einfach mal nennen möchte, der in einer Autowerkstatt als schwarzarbeitender Mechaniker angestellt ist, ist das doch eine relativ hübsche Hütte hier, oder? Ja, er hat ein Apartment, das ist ja gar nicht alles. Das ist ja nicht komplett sein Gebäude. Here he is, apartment 3. Wunderbar, das hatten wir ja erhofft. Apartment 3, jetzt muss ich nur gucken, wo stehen denn die Nummern hier. Apartment 3, da ist es ja. Das Spiel ist so dunkel, es ist furchtbar. Für euch ist es natürlich ein bisschen aufgehellt auf YouTube dann. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police.
Policia, you understand? Yes, I understand. Would you come inside? Ja, gut. What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Tja, dann sehen wir uns in Gabriels Wohnung doch mal ein bisschen genauer um. Ich würde sagen, wir machen die Tür zu. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? Ah, sie ist schwanger, das ist mir gar nicht aufgefallen. You are wrong about Gabriel. Ja, guck mal, was wir hier haben schon mal. Good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Souvenirs are a dumb move. Ein richtig, richtig dummer Zug. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass er das mit dem Dings tatsächlich war, mit dem Auto. Hier ein Foto, wa? Oh, was ist das denn Schickes? Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Kann ich da rein? Nein. Aber wir können uns hier in der Küche um. Aha. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Aha, aha. Erwischt. Wieder abwaschen. Sieht aus wie in meiner Küche. Was haben wir hier? Liegt das auf dem Boden? Doesn't look like anything. Ach, Namen für das Baby. Das sind Namen für das Baby. Ja gut, okay. Don't think this is anything. Und das hier? Not much help. So, zu erwarten. Hier ganz viel Nachtlektüre, aber anscheinend keine wirklich hilfreichen Hinweise. Oh, wenn das nicht so dunkel wäre alles, nicht? Aber ich muss das Gamma mal hochstellen. Das ist ja grausam. Doch die Bibel noch untersuchen? Ich hätte zwar nicht gedacht, aber. I doubt it. Okay. Nicht die Bibel untersuchen. Ja, wir sind noch nicht bereit für das Verhör. Ich muss hier noch mehr Hinweise geben. Halt, was hängt hier? Nix. Oh Leute, es tut mir leid, ich muss. Das hat so, das macht so absolut keinen Sinn. Ernsthaft? Ernsthaft? Es ist so, da kann quasi nichts geändert. Ich würde gern das, was auch immer da in der Mitte liegt, die Rechnung oder wie auch immer. Ich kann es gern nochmal angeguckt, aber das darf ich anscheinend nicht. Ah, hier geht es noch nach draußen. Wir können vielleicht noch etwas entdecken hier. Zum Beispiel eine Nachbarwohnung, in die ich nicht hinein kann. Aber da unten ist noch ein Schuppen, ne? Ja, so das eine, was ich jetzt hier noch
wahrnehme. Aha. Looks like Valdez gets his wheel back. It would take a smarter man than me to connect that. Also Werkzeuge, ne? Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Aber guckt mal hier. Diplomatic license plates. Okay, wir haben alles. Nun denn, Miss Rodriguez, ich glaube, wir müssen uns einmal unterhalten auf die Stirne mit spanischer Art. Entschuldigung, was? Hoffentlich ist das jetzt für euch nicht zu hell. Aber ich habe echt nichts gesehen. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Oh, eine richtige feurige Braut, die der gute Gabriel sich da angelacht hatte. Aber ich glaube, zumindest in dieser Hinsicht sagt sie die Wahrheit, denn sie hat ja gerade schon zugegeben, dass der Gabriel das Auto gestohlen hatte. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Das ist gelogen. Das ist gelogen, Schätzchen. You keep lying to me. And I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Ja, du kannst so viel schwören, wie du willst. Ja, ich habe die Frühstücksteller gesehen, ich bin nicht dumm. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Ja, sie ist unruhig, sie ist nervös und gleichzeitig versucht sie hier aber, uns gegenüber eine sichere Front zu bewahren. Ich glaube, guten Gewissens können wir anzweifeln, was sie da gesagt hat. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine art. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Genau das werden wir tun. Genau das werden wir tun. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Ja, genau der ist es. Jetzt sind es hier schon. Es sah ihm so aus, als wäre es noch einer mehr. So, mein Freund, bring du uns mal zum illegalen Straßenrennen. You're behind the wheel. So, where you want to go? Lasst uns diesen Fall zu Ende bringen, Compadres. I'm sorry.
What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone used to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Jetzt geht die Action wieder los. There's the red Ford. That's Delgado right there. Oh, wir müssen noch hinterher, wa? Quick, they're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street. Junge! Ihr interessiert mich hier ein Scheiß! Jetzt gerade in diesem Augenblick. Alter! Alter! Okay, das war eine sehr dumme Aktion. Wir haben ihn gerade verloren. Das war aber auch sehr gemein. Ja. Haben wir schon gefragt, wie lange die mich jetzt hier noch rudern lassen wollen. Oh, der gemeine Teil ist mit den anderen Sausäcken da in dem Rennen, ne? Die sind das Problem. Quick, they're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal... Stay on Delgado. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, your call. I've had enough of those for that. Oh, Junge. Delgado is our boy. Forget the others. Aber diesmal. Getting away. Diesmal fahren wir hinterher. Das sieht schon cool aus hier, ne? Ja, du, weißt du, der Untergrund hier ist gerade richtig scheiße. Versuch du doch mal ihn. Wie seine Hinterreifen hier andetschen. Es funktioniert in so Formel 1 und sowas immer ganz gut. Ist, glaube ich, technisch gesehen noch nicht erlaubt. Ja, was denn nun? Entweder soll ich ihn von der Straße rammen oder ich soll ruhig fahren. Ja, beides wird schwierig. Ich mich verarschen, Junge. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto. Das erste Spiel war nämlich furchtbar. Valdez, I shot him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Was du meinst? You got a foreign dignitary out at as a fruit and a kitty raper. Car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Eigentlich hat uns Stefan ja schon geholfen, ne? Stefan heißt er, ne? Yo, yo, yo! Ich bin schön, er hat weder den Fahrzeug noch den Sachschaden abgespeichert, weil ich neu geladen habe. Es ist sehr schön. Der argentinische Generalkonsul Juan Valdez bekommt seinen Packard fast ohne Kratzer zurück.
Und wir haben einen weiteren schwierigen Fall erfolgreich abgeschlossen. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen Tropico geschädigt. Das muss ich erst wieder aus meinem System ausschwitzen. Und eventuell habe ich das geschafft bis zu die nächste Folge von L.A. Noire. Bis dann.